Vor 2 Tagen gab es das erste große Hallo. Seit gestern ist Thiago endlich auch wieder auf dem Rasen unterwegs. Der Innenbandriss überwunden. Jetzt heißt es schrittweiser Aufbau in Reichweite der Kollegen. Ich denke, es war 3 Wochen oder ein Monat. Ich spiele, ich weiß nicht. So, ich denke, in kurzer Zeit, er kann mit uns trainieren. Pep Guardiola und seine Männer waren heute bestens gelaunt, logisch bei so einem herrlichen Winterwetter. Das gefiel auch Günther Netzer, der Karl-Heinz Rummenigge einen Besuch abstattete. Unser Trainer sieht die nahe Zukunft richtungsweisend und ist durchaus optimistisch. Mein Gefühl ist, wir sind in der Lage, in dieser Woche in Bundesliga gewinnen die Spiele. Wir müssen in der Lage, im Viertelfinale die Champions League erreichen. Wir werden eine super, super Saison machen. Jérôme Boateng ist nach verbüßter Rotsperre für die Partie am Samstag in Paderborn wieder spielberechtigt. Claudio Pizarro war heute auch voll dabei. Hinter der Nominierung von Mehdi Benatia steht aber wegen einer Wadenblessur noch ein Fragezeichen. Gianluca Gaudino muss aber passen, ihn hat die Grippe richtig erwischt. In der Hinrunde reiste der Aufsteiger Paderborn ja als Tabellenführer nach München, kassierte gegen die Bayern dann die erste Niederlage im Oberhaus und übergab freundlicherweise die Tabellenführung an den FC Bayern. Ja, ich denke, dass auch Paderborn defensiv natürlich versucht, erstmal hinten gut zu stehen und dann weiterhin über Konter gehen wird. Und da wird es natürlich schwer sein, durchzukommen. Aber ich denke, dass wenn wir in der ersten Halbzeit ein Tor erzielen werden, dass wir es dann uns auch ein bisschen leichter tun. Tja, wie Pep am Samstag aufstellt, weiß im Moment vielleicht noch nicht mal er selbst. Schauen wir doch mal kurz auf die Formation, die er in der Hinrunde aufbot. Neuer im Tor, Manuel, das ist klar. Viererkette dann von rechts mit Rode, Boateng, Dante und Alaba. Lahm und Alonso als Doppelsechs im defensiven Mittelfeld, im offensiven Robben, Müller, Götze und vorne drin Lewandowski, der seinerzeit sein erstes Pflichtspieltor in der Allianz Arena erzielte. Also jeder kann mal für sich überlegen, wie viele Veränderungen es dann am Samstag gibt. Auf jeden Fall eine. Philipp Lahm ist ja noch nicht wieder so weit, gleichwohl auch heute sein Programm absolvierte bei erhöhter Intensität. So, nach dem Abschlusstraining ging es dann los mit dem Bus wie gewohnt zum Flughafen. Take-off und Landung in Paderborn-Lippstadt. Und von da weiter ins 150.000 Einwohner zählende Paderborn im Osten von Nordrhein-Westfalen. Und am Sonntag steigt ein Frauengipfel in der Bundesliga. Unsere Ladies empfangen den Tabellenführer aus Wolfsburg. Heißt also, der zweite gegen den ersten um 14 Uhr im Grünwalder Stadion. In unserem Abo-Bereich FCB TV übertragen wir das Topspiel live.